Na, dann wollen wir uns gleich wieder zurück in den Kampf stürzen mit Kratos. Und hier hinten ist ja eine Tür in der letzten Folge aufgegangen oder eine Barrikade ist verschwunden. Ja, und ich denke, das gucken wir uns jetzt mal an, was? Was haben wir denn hier Hübsches? Ah, hier kann man gut zerstören. Oh, Kisten über Kisten. Und eine Feder. Wir brauchen nur noch eine Feder. Komm schon, vielleicht hier? Ein Gorgonauge. Da haben wir auch schon fast wieder genug. Ist unglaublich. Gibt's hier sonst noch was Cooles? Außer diese Vasen. Oh, da. Kisten. Vase. Ne, besonders starke Vase. Hallo, Vase, geh kaputt. Geht doch. Da ist auch noch eine. So. Und das wäre erledigt. Sauber gelöst. Ja, dann können wir jetzt wieder zurück auf die Dächer. Das machen wir auch gleich, denn wir haben jetzt hier schön den Blitz von Zeus. Und vielleicht wissen es einige schon, was wir jetzt damit machen können. Aber zuerst gehen wir noch auf die andere Seite. Da konnten wir ja noch nicht hin. Wegen diesem doofen Typen. Die machen wir jetzt kalt. Auf. Ja, theoretisch. Kommt schon, geht drauf. Ich hoffe mal, ich habe alle erwischt. Nee, natürlich nicht. So. Au! Ihr Scheißkerle. So, jetzt brauchen wir Magie. Und hier gibt's rote Orbs. Die können wir natürlich immer gut gebrauchen. Und noch mehr rote Orbs. Und noch mehr. Und dann hier noch eine schöne Lebenskiste. Und dann hier noch ein paar Vasen. Mal gucken, wie viel wir jetzt haben. Vielleicht reicht es ja jetzt. 2602. Das reicht. Und los geht's. Bam! Jetzt haben wir viel mehr Attacken. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Ja, ja. Ja. Dann würde ich sagen, als nächstes hier ein bisschen den Blitz. Da brauchen wir ja nicht sehr viel. Gucken wir mal. Bam! Wie ging der andere? Ja, ist ja auch egal. Jetzt können wir immerhin noch das hier. Hui. Das ist praktisch, sowas. Ja, dann können wir zurück. Schwing mal rum, Kratos. Das war knapp. Oh, hier haben wir auch noch eine Lebensmagiekiste, aber die brauchen wir nicht. Jetzt mache ich einen Umweg, toll. Na, ist auch egal. Da haben wir nochmal eine Lebens- und Magiekiste. So, ich habe ja gesagt, dass du dafür bezahlen wirst. Selbst schuld. Elender Feigling. Der Weg ist nun offen. Mal gucken, was uns hier noch erwartet. Wir müssen ja immer noch das Orakel finden. Aber hier gibt es so viel zu zerstören. So, und hier haben wir eine Kiste. Hoffentlich eine Feder. Feder! Ach, schon wieder ein Gorgonauge. Da brauchen wir auch nur noch eins. Aber vielleicht ist hier eine Feder. Ja, endlich haben wir mehr Magie. Opfer angenommen. Sehr schön. So muss das laufen. Ach, hallo Kumpels. Na, seid ihr auch schon wieder da? Das freut mich aber nicht. Au, au, au.
Da ist schon einer tot. Und du auch gleich. So. Oh, ich sehe Wasser. Ach, da kommen sie ja schon wieder. Die netten Herren von nebenan. Au. Au, 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 au. Nehmt mal das hier. Na, lebt noch einer? Ne, ich glaube nicht. Den hier hat's auch erwischt. Ah, hier kommt noch einer. Und adios, amigos. Oh, schon wieder Kisten. Vielleicht ein Gorgonauge? Ne, rote Orbs. Ha, alles zerstört. Vielleicht hier ein Gorgonauge? Wahrscheinlich auch nicht. Ne, rote Orbs. Auf nach unten. Hallo? Ist hier denn keiner? Hallo? Hui! Orakel! Kratos, Lob sei Athene, du bist da! Geh da! Nein! Kratos! Kratos, finde mich! Du musst mich finden! Sonst ist Athen verloren! Ich werde dich finden und retten, Orakel! Jetzt müssen wir hier rüber. Hoffentlich fallen wir nicht runter. Balancieren, balancieren. Sehr schön, dann speichern wir mal. Gut, immerhin haben wir das Orakel einmal gesehen. Aber dann ist es auch gleich wieder aus unserem Leben entschwunden. Gar nicht nett. Wir brauchen dich aber, Orakel. Bleib doch hier. Du bist nicht das Orakel, also verschwinde. Ah, Volltreffen. Au. Ups, ich sollte mal wieder ein bisschen abwehren, was? So, ja. Schon viel besser. Na, komm her, komm her. Jetzt bin ich dran. Und hier rote Kiste. Und Zerstörungswut. Nice. Das hat super funktioniert. Und den haben wir gleich mal zerrissen. Hey, wie viel kommen denn da noch? Ups. Und tschüss. So, und jetzt lasst mich mal in Ruhe. Ich muss zu diesem Orakel. Orakel? Tempel des Orakels. Das sieht doch mal episch aus. Coole Brücke. Wir kommen, Orakel. Wir sind gleich da. Halte aus. Du, das Wasser blubbert hier aber ganz schön. Ah, nee, kommt schon. Ihr verfluchten Harpien. Seid scheiße. Und ich reiße euch jetzt die Flügel aus. Weil ihr so scheiße seid. Au. Es fällt dir ein. Ihr gebt mir sowas von auf den Senkel. Oh ne, das sieht übel aus, das sieht übel aus. Damn!
Ja, wie viele kommen denn da von diesem scheiß Harp hier? Oh, da haben wir sie gleich zerlegt. Au, ich sollte mal ausweichen. Kratos ist viel zu mächtig zum Ausweichen. Wobei es manchmal doch nicht schaden würde. Wir brauchen auch keine Magie, also können wir sie gleich kaputt machen. Ah, Mist! Mist! So, ich glaube, das war's. Nee, doch nicht. Noch mehr. So. Ah ja. Gut, mein Junge. Gut. Athenes Wahl war weise. Ich hab's gewusst. Wer bist du? Du besitzt die Klingen und bist blass wie der Mond. Du bist es wirklich. Vielleicht kann Athen ja überleben. Aber pass auf. Stirb nicht, bevor ich das Grab fertig habe. Ein Grab? Mitten in der Schlacht? Für wen ist es, alter Mann? Für dich, mein Sohn. Oh, ich muss noch viel graben. Mit der Zeit wird sich alles klären. Und wenn alles verloren scheint, Kratos, bin ich da und helfe. Ja, wie du meinst, alter Mann. Stör mich jetzt nicht. Stör mich jetzt nicht, Sohn. Ich muss meine Arbeit tun und du auch. Und wir haben nur noch wenig Zeit dazu. Ich hüpf schon mal ins Grab. Ist ja nicht sehr tief. Ja, dann haben wir viel Spaß beim Grab. Du, hier ist gar nichts wie interessant. Ist ja der Wahnsinn. Oh, Kisten. Ich mag Kisten. Gorgonenauge. Ha! Und mehr Leben. Na, das kann man immer gut gebrauchen. Und jetzt wird es auch gleich aufgefüllt. Hey, wir haben sogar genug, damit wir hier den Blitz ein bisschen verbessern können. So. Stärkerer Angriff. Ladungsangriff. Cool. Dann hätten wir das auch schon. Dann gleich mal hier öffnen. Oh, eine Phönix wieder. Unglaublich. Hm. Hier. Oh, da hinten habe ich doch was gesehen. Da oben ist eine rote Kiste. Aber ich glaube, da kommen wir so nicht hin. Nee, unmöglich. Und hier oben kommen wir auch nicht hin. Gut, dann speichern wir mal. So, heute ein wenig eine kürzere Folge. Wir hören uns morgen wieder bei der nächsten Folge, wenn wir in den Tempel gehen. Bis dann, Freunde. Macht's gut.